Bereits zum 18. Mal war die Messe München Anfang Oktober Austragungsort der internationalen Fachmesse für Immobilien und Investitionen. Die Expo Real hat sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten zur bedeutendsten Immobilienmesse Deutschlands entwickelt und diesen Stellenwert auch immer weiter ausgebaut. Als größter Dachverband der Wohnungswirtschaft präsentierte sich auch der GDW in diesem Jahr wieder auf dem Stand der BID, der Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland. Das über allem stehende Thema war dabei die angespannte Wohnungsmarktsituation, die sich aufgrund des aktuellen Flüchtlingszustroms immer weiter verschärft. Wir brauchen sehr schnell sehr viel mehr Wohnungen und doch wissen wir auf der anderen Seite, dass von der Planung, das Bauplanungsrecht, das Baugenehmigungsverfahren, der Bau, dass es sehr viel Zeit in Anspruch nehmen wird. In diesem Jahr war auch das Bundesbauministerium mit dem Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen am Messestand der BID vertreten, um so gemeinsam mit der Wohnungswirtschaft die anstehenden Herausforderungen angehen zu können. Im vergangenen Jahr waren wir noch als Gäste hier am BID-Stand, jetzt als Partner. Und das zeigt wirklich, wir haben über viele, viele Diskussionen in den einzelnen Arbeitsgruppen immer am gemeinsamen Ziel festgehalten, gemeinsam mehr bezahlbaren Wohnraum und damit bezahlbares Wohnen in Deutschland möglich zu machen. Das ist ein großer Erfolg. Um diesen Erfolg weiter auszubauen, gilt es nun, schnell die richtigen Antworten auf die richtigen Fragen zu finden. Wie beispielsweise die Baukosten gesenkt werden können oder ein soziales und klimafreundliches Wohnen und Bauen vorangetrieben werden kann. Das ist mein Ehrgeiz und es ist unser gemeinsamer Ehrgeiz von allen Beteiligten in diesem breiten Bündnis, dass wir in dieser Legislaturperiode die Dinge tatsächlich umsetzen, die wir auf der Ebene des Bundes umsetzen können. Und ich bleibe weiterhin im Gespräch mit den Ländern und den Kommunen, denn vieles von dem, was das Bauen erleichtern und auch preisgünstiger machen kann, muss auf der Länder- oder kommunalen Ebene geleistet werden. Diesen bedeutenden Verantwortungsbereich der Länder und Kommunen erkennt auch der GDW. Der größte Branchendachverband wünscht sich daher eine enge Zusammenarbeit zwischen der Bundes- und Landespolitik, ist sich gleichermaßen aber auch seiner eigenen Verantwortung bewusst. Den Impuls aber in diese Länder reinzugeben und in die Kommunen, das wird dann Kernaufgabe sein, sowohl der Immobilienwirtschaft, aber denke ich auch, die Bundespolitik muss hier ein gewichtiges Wort mitreden. Sie könnte es, sie hat ein einziges Instrument eigentlich wirklich, sie gibt Geld. Und in dem Moment, wo sie Geld gibt, könnte sie eigentlich auch sagen, das Geld bitte so, so und so verwenden. Das heißt, der goldene Zügel. Und das ist unsere Hoffnung, unsere Bitte auch an den Bund, diesen goldenen Zügel auch wirklich anzuwenden, denn sonst wird es nichts werden. Ein heiß diskutiertes Thema ist und bleibt in diesem Zusammenhang auch die Energieeinsparverordnung, die dazu beitragen soll, dass die langfristig gesetzten energiepolitischen Ziele der Bundesregierung erreicht werden können. Der GDW steht einer weiteren Verschärfung der Anforderungen ebenso skeptisch gegenüber wie beispielsweise der Berliner Senator für Stadtentwicklung und Umwelt Andreas Geisel. Und auch Michael Groschek in seinem Amt als nordrhein-westfälischer Landesbauminister vertritt diesbezüglich eine deutliche Meinung. Ich hätte mir gewünscht, dass der Bund ein Moratorium bei der sogenannten NF 2016 ausspricht, das heißt die Einführung um einige Jahre verschiebt. Die Energieeinspeiseverordnung ist ein Kostentreiber. Ich kenne natürlich die Klimaschutzprobleme. Gleichwohl wäre das ein gutes, wichtiges Signal an die Wohnungswirtschaft gewesen. Ein wichtiges Signal hat hingegen EU-Kommissar Günther Oettinger an die Wohnungswirtschaft gesendet, indem er auf die Chancen und Risiken der Digitalisierung hinwies und wo er in Deutschland noch Handlungsbedarf sieht. Beim Breitband, das heißt beim schnellen Internet, sind wir mit unseren ländlichen Räumen nicht wirklich erfolgreich und sind andere Länder Europas in der Investition in die schnelle Verbindung uns ein paar Jahre voraus. Die Immobilienwirtschaft ist ein zentraler Partner für mich. Wir müssen alles tun, dass der Wert von Gebäuden in Deutschland durch gute digitale Anbindung steigen kann. Und auch der GDW hat längst die immer weiter wachsende Bedeutung der Digitalisierung für die Immobilienwirtschaft erkannt. Wir sind diejenigen, die die Digitalisierung brauchen, um unsere Bestände anders zu strecken.
Es ist nicht nur die Altersgerechtigkeit, es geht auch insbesondere um die Frage, wie kann ich in Räumen, die sich entvölkern, tatsächlich aber trotzdem noch ein lebenswertes Wohnen realisieren. Insgesamt hat die Expo Real gezeigt, dass auf die Immobilienwirtschaft große Veränderungen zukommen werden. Der GdW hat diese Entwicklung jedoch rechtzeitig erkannt und wird seiner Rolle als größter und wohl bedeutendster Dachverband der Wohnungswirtschaft gerecht, um diesen anstehenden Herausforderungen bestmöglich begegnen zu können.